wie diese Gesichter im Jahr 2013 ausschauen werden, das werden Sie sehen am 1. März beim Austrian Newcomer Award 2013 im Linzer Posthof. Aber es gibt da quasi schon ein kleines Prelude, eine Warm-up-Geschichte am Wochenende in mehreren Teilen. Genau, ja? Und zwar am 22. und 23. Februar, das heißt, das ist das Wochenende vor dem Newcomer Award, findet das Warm-up-Festival statt in Linz, in der Innenstadt. Und da haben wir 7 Locations und 17 Acts in, ja, das fängt an, im Ups, Bugs, Smaragd, im Kulturzentrum Hof, im Posthof, im Stones. Man kriegt alle Infos auf www.newcomerward.at. Und was wichtig ist beim Warm-up, es sind alles Musiker, Künstlerinnen und Künstler, die beim Award eingereicht haben, die aber den zweiten Platz gekriegt haben. Die werden die Stadt tragen. Mhm. Am 1. März der große Austrian Newcomer Award. Und wenn Sie da am Plakat schauen, rechts oben da, ist eine kleine Botschaft. Und die, meine Damen und Herren, steht nicht umsonst da. Damen und Herren, ohne Geld keine Musik ist ein alter Spruch und der kommt nicht von irgendwo her. Und zu mir gekommen ist jetzt Nicole Hüttner von der Sparkasse Oberösterreich. Ja. Danke fürs Zeitnehmen, hallo. Gerne. Spark 7 ist nämlich wieder im Boot beim Austrian Newcomer Award und das nicht zum ersten Mal, gell? Genau so ist es. Also wir sind zum dritten Mal dabei. Wir gehen in die nächste musikalische Runde gemeinsam mit dem Kulturzentrum Hof. Und wir freuen uns schon recht drauf. Ja, es war recht spannend eigentlich der Beginn einer Dotzumals, Manfred, weil es ist schon 4 Jahre aus ungefähr, da ist eben der Rainer zu uns gekommen und hat gesagt, da hätten wir den großen Award und möchte jetzt dabei sein, ja, ohne Geld keine Musik, wie du schon so richtig sagst. Und wir haben das Ganze schon natürlich Jahre verfolgt worden von der Qualität oder beziehungsweise auch von den Auswahlverfahren und von der Auswahl der Musiker immer recht begeistert und haben gesagt, naja, da sind wir dabei, jetzt zum dritten Mal und wir freuen uns drauf. Mhm. Und wie konkret engagiert sich Spark 7 hier beim Contest? Wir sind einmal grundsätzlich mit unserer Jugendmarke Spark 7 mit von der Partie. Wir haben ja in ganz Oberösterreich rund 41.000 Jugendcontests, das muss man sich mal vorstellen. Da ist natürlich auch jene Zielgruppe auch dabei, die sehr musikaffin ist. Wir freuen uns, dass wir mit Spark 7 das natürlich begleiten können und das Engagement ist natürlich einerseits in die Richtung, dass wir die Leute in den Posthof bringen, weil es ist ja für jeden Musiker, glaube ich, eine wirklich tolle Location, im Posthof einmal auftreten zu können und da werden wir die Fans und die Freunde und die Bekannten einmal hinkommen sozusagen, das ist das eine. Und dann gibt es noch eine Draufgabe sozusagen, nämlich 5.000 Euro Cash, den Publikumsaward. Sprich, die Fans im Posthof können dann ihren Act des Abends wählen. Genau, das heißt also mobilisieren, Fans, Freunde sollen noch kommen. Aus den bisherigen Nominierungen bzw. den Musikern der einzelnen Kategorien wird es dann nur mal spannend. Der Beste gewinnt sozusagen dann vor Ort, der die meisten Stimmen hat natürlich auch. Und da gibt es 5.000 Euro und ich glaube, das ist ein toller Einstieg für die Musikkarriere. Sie sind vielleicht eh nicht unbekannt, Damen und Herren. Es ist also, dass Spark 7, wenn man so sagt, für den jungen, kulturell interessierten Menschen ja einiges tut. Kann man das so sagen? Das kann man durchaus so sagen. Da tut sich wirklich einiges. Das Ganze kostenlos natürlich auch. Wir haben da 140 Filialen, wie gesagt, 41.000 Jugendkonten. Das Spark 7-Konto gibt es, ist gratis, ist einmal so die Drehscheibe fürs Geldleben, dass man unabhängig wird, dass man da wirklich mal mit dem Geld so richtig zurande kommt. Und wie gesagt, das Geld ist das eine, dass wir in Sachen Geldfragen begleiten, aber darüber hinaus natürlich zu den besten Events einladen. Mhm. Und eines davon steigt am 1. März im Linzer Posthof. Austrian Newcomer Award. 1. März. Posthof. Wir sehen uns.